Ich habe einen Freund, der ist Bäcker. Eine Geschichte von Ralf Butschko. Ich habe einen Freund, der heißt Thomas und ist Bäcker. Heute hat er mich schon um 5 Uhr am Morgen abgeholt, um mir zu zeigen, wie Brot und Brötchen gemacht werden. Ist das warm hier drin? In der Backstube sind die Kollegen von Thomas schon seit 3 Uhr bei der Arbeit. Sie haben Teige vorbereitet und die Öfen vorgeheizt. Jetzt zeige ich dir erstmal, wie der Teig gemacht wird, sagt Thomas. Nachdem Thomas sich umgezogen hat, zeigt er mir eine große Knetmaschine. Früher mussten die Bäcker den ganzen Teig mit der Hand kneten, erzählt er. Heute hilft ihnen die Maschine dabei. Susanne steht am Silo und füllt Mehl ab. Der große Behälter funktioniert wie eine Waage. Damit kann ich genau die Menge Mehl abwiegen, die gerade gebraucht wird, erklärt sie. Im Raum nebenan steht auch noch eine Getreidemühle. Ist die groß? In den Trichter schüttet Thomas das Getreide. Unten kommt dann das Mehl heraus, mit dem das Vollkornbrot gebacken wird. Neben uns prüft ein Kollege, ob die Haferflocken in Ordnung sind. Oben kommt der Hafer rein, der zwischen zwei Walzen gequetscht wird. Endlich darf ich helfen! Mit der Waage wiegt Thomas mehrere gleich große Portionen Brotteig ab, formt sie zu Rollen und legt sie in die Backformen. Das kann ich auch, denke ich. Aber es ist nicht so einfach. Thomas zeigt mir, wie man die Hände mit Mehl bestäubt, damit der Teig nicht an ihnen kleben bleibt. Nach den Broten kommen die Brötchen dran. In dieser Maschine wird der Teig in viele gleich große Stücke zerteilt, erklärt mir Thomas. Aus den Kugeln formt er dann die Brötchen und bestreut sie mit verschiedenen Körnern. Ich knete kleine Figuren. Die werden bestimmt lecker. Jetzt helfen wir einem Kollegen von Thomas. Er ist Konditor und stellt vor allem Torten und Kuchen her. Wir sollen heute Nachmittag eine Hochzeitstorte liefern, erzählt Thomas. Ist die riesig? Ich mag ja lieber die Streuselschnecken, die Thomas gerade mit Zuckerguss glasiert. Die Streuselschnecken bringt Thomas nach vorn in den Laden. Hier riecht es lecker. Der Mann vor mir kann sich nur schwer entscheiden, ob er lieber ein Roggenweizendinkel oder ein Vollkornbrot kaufen soll. Der Junge mit dem Schulranzen nimmt ein Brötchen mit Käse. Jetzt muss sich Thomas von mir verabschieden. Mit dem Bäckerfahrrad fährt er zu seinem Brotstand auf dem Wochenmarkt. Tschüss, Thomas, verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast. Gleich holt Mama mich ab. Wir gehen zusammen auf den Wochenmarkt. Hallo, ruft Thomas. Kommt ihr mich besuchen? Wir wollen für das Abendessen frischen Salat kaufen, antwortet Mama und lädt Thomas gleich zum Essen ein. Das Brot von Thomas schmeckt lecker zu unserem Salat. Später möchte ich auch gerne Bäckerin werden. Und das frühe Aufstehen macht mir bestimmt nichts aus. Aber plötzlich muss ich richtig gähnen.